Der Kampf um den besten Löffel geht in die entscheidende Phase. The Taste, das Halbfinale. Jetzt kann alles passieren. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Mittlerweile habe ich gar kein Gefühl mehr, ob es jetzt gut ist oder nicht. Das große Ziel ist klar. Es geht ja ums Finale. Was machst du denn da? Attacke, was? Du guckst mir zu beim Kochen. Das ist sauberhaft. In allen Teams wird es hitzig. Verbrennt gerade unser Brokkoli. Oh, heiß. Halt fest! Zu Gast die Grand Dame der österreichischen Küche. Liesel Wagner Bacher, die größte österreichische Köchin überhaupt. Welcher Löffel kann überzeugen? Ich hätte mir es ein bisschen leichter vorgestellt. Wer zieht ins Finale ein? Das ist gar nicht so einfach. Und wer scheitert kurz vor dem Ziel? Jetzt ist soweit. 3, 2, 1. Jetzt. Letzte Woche. Die Teams gaben alles, um 2-Sterne-Koch Marco Müller zu überzeugen. Servus, hallo. Danke, dass ich hier sein darf. Das Thema Wald sorgte für Begeisterung. Der Herr Müller hat die Zutaten mitgebracht, an denen ich am meisten Spaß habe. Dennoch musste jemand gehen. Nach dem Teamkochen traf es Martina. Schön, dass du bei uns warst. Dankeschön. Im Entscheidungskochen setzte sich Semi gegen Pascha durch. Favoritensterben, ganz klar. Noch 8 Kandidaten sind im Rennen, die letzte Hürde auf dem Weg ins Finale. Halbfinale mit 3 Kandidaten, natürlich träumt man davon. Das Finale ist auf alle Fälle zum Greifen noch. Bitte schön. Dankeschön. 8 Kandidaten, 2 müssen noch gehen, das heißt, jetzt geht's um die besten 6. Und es gibt eigentlich keine schlechten 2 mehr. Ich bin diesmal irgendwie total aufgeregt. Also irgendwie ist alles anders. Ich habe natürlich immer positive Erwartungshaltung und hoffe, dass Christina sich ein bisschen was sagen lässt, dass sie ein bisschen ihr Selbstbewusstsein unter Kontrolle hat. Ich möchte mein Bestes geben und schauen natürlich, dass ich Kuhn ins Finale bringe. Ja, Halbfinale ist natürlich monstermäßig, richtig geil. So kurz vorm Finale zu stehen, geht der Arsch richtig auf Grundeis. Das ist einfach so, dass nur die Besten so weit kommen und ich hab voll Bock zu kochen. Liebe Kandidaten, liebe Coaches, herzlich willkommen. Auch heute werden uns wieder 2 Kandidaten verlassen. Und die 6, die dann noch übrig sind, können sich stolz Finalisten nennen. Einer dieser Finalisten wird 50.000 Euro und ein eigenes Kochbuch gewinnen. Und natürlich den Ruhm, der Sieger von The Taste 2018 zu sein. Man sagt ja, Geld stinkt nicht, ne? Aber ich kann es auf jeden Fall riechen, es kommt immer näher. Ein eigenes Kochbuch, dass man das dann irgendwann mal eventuell haben könnte, ist halt auch gigantisch. Wenn du das gewinnst, und ich meine, ich weiß es ja von meinen 3 Gewinnerkandidaten, das ist schon, das vergisst du dein Leben lang nicht. Wer das heutige Halbfinale überstehen will, braucht Eier. Sowie Milch und Mehl. Ich denke, Eier hat man genug im Team. Die Milch steht im Kühlschrank, von daher tippitoppi. Denn heute geht es um Teig. Hurra, Teig. Teig, ja. Teig, T-E-I-G. Das sind natürlich immer so Themen, die schwierig sind, deswegen, weil das eben wirklich etwas ist, was mit Rezepten läuft, was nicht einfach mal so frei Schnauze zu machen ist. Ja, yeah, shit. Kann man dann auch einen Teig-Curry nehmen? Läuft. Der war gar nicht schlecht. Kannst du machen, Frank. Mal gucken, wie weit du damit kommst, aber ich würde die Reaktion gerne sehen. Wenn es um Mehlspeisen geht, orientiert man sich zwangsläufig an dem Land, in dem sie Nationalgericht sind. Und wenn man, wie bei The Taste, immer nach den besten Köchen des Landes sucht, landet man zwangsläufig bei der Grande Dame der österreichischen Küche. 1983 ging der Titel Koch des Jahres erstmalig nach Österreich, und zwar an sie. Seitdem wurde sie mit 3 Hauben, 2 Sternen und 5 Kochlöffeln ausgezeichnet. Wer auf der Suche nach wohlig wärmender Bauchküche ist, kommt auf jeden Fall ins Landhaus Bacher. Hier ist sie, unsere erste Gastjurorin dieses Jahres, Liesel Wagner Bacher. Wir freuen uns sehr.
Riesen ist eine wahre Grand Dame der österreichischen Küche. Die größte österreichische Köchin überhaupt, würde ich mal sagen. Ich habe früher schon als kleines Kind immer so eine österreichische Kochsendung verfolgt. Und da hat die auch schon mitgekocht. Ich bin Liesel Wagner-Bacher und wir sind hier im Landhaus Bacher. Das Restaurant wird schon in der vierten Generation geführt und hat sich über die Jahrzehnte 101 Hauben schon erkocht. Unser Küchenstil ist schon regional. Man hat noch die Wurzeln, das Klassische, aber das kreativ und neu interpretiert und das perfekt am Teller gebracht, das freut die Gäste. Der perfekte Geschmack ist einfach die Harmonie um ein Produkt herum. Mit der Schürze fand ich echt süß und ja, war dann schon ein genialer Auftritt. Hallo, herzlich willkommen. Ja, grüße, es freut mich, dass ich da bin. Darf ich Liesel sagen? Ja, sowieso. Ich bin die Chrissy. Eine Familie. Sehr schön. Große Ausstrahlung, aber auch ganz viel Liebe. So, also im Grunde genommen das komplette Großmutterprofil. Liesel, was muss ein Gericht erfüllen, um deiner Bauchküche gerecht zu werden? Es muss mich überraschen, es muss einfach harmonisch sein, es muss fröhlich sein und vor allem, es soll mich glücklich machen. Und wenn es so ist, wenn ich mich so fühle, dann schmeckt es meinen Gästen auch. Ich denke, das werden wir heute auch hoffentlich hier schaffen. Unser großes Thema lautet Teig. Da gibt es ja viele verschiedene Varianten, also süß, salzig, fluffig, fest. Kann man da überhaupt improvisieren? Relativ wenig. So viel Improvisationsfreiheit ist heute also nicht gegeben. Ja, jetzt hast du natürlich nicht jeden Teig oder nicht jede Masse irgendwie im Kopf, so, ja? Ich bin eigentlich ein Koch, der sehr aus dem Gefühl kocht oder vom Geschmack her. Also ich hasse es auch, Rezepte zu schreiben, ja, das ist überhaupt nicht meins. Liesel, es gibt heute drei Runden. Das Teamkochen, das Solokochen und das Entscheidungskochen. Beim Teamkochen und beim letzten Entscheidungskochen probierst du die Löffel, beim Solokochen probieren die Coaches. Die erste Runde, also das Teamkochen, läuft folgendermaßen ab. Die Teams bekommen gleich eine teigige Spezialität zugelost. Und zwar sind das folgende vier. Schmarren, Knödel, Brandteig und Pfannkuchen. Alle Kandidaten haben dann eine Stunde Zeit, um den entsprechenden Teig vorzubereiten und um daraus ein fertiges Gericht zuzubereiten. Es wird schon ein bisschen geschmunzelt hier in der Runde. Warum? Wenn er Knödel gibt, der Knödeldrittel. Wenn du den am Frühstückstisch siehst und er schneidet sich eine Semmel auf, um der Wurst reinzulegen, dann denkst du dir, hä, was macht der? Plötzlich hat er den Knödel gerollt. Der macht alles zum Knödel. Kann die wahrscheinlich blind machen und dabei noch irgendwie auf Toilette sitzen und schraubt dir die runter wie was weiß ich was? Das ist so, wie jetzt, wenn jetzt zum Beispiel die Poletto Ravioli macht. Jeder darf Knödel kriegen, aber nicht er. Das ist ja quasi in seiner DNA. Ja, und wenn er dann versagt, dann wird's richtig bitter. Ach so, ja. Ja, aber es ist egal, was ich bekomme, ihr seid immer chancenlos. Oh. Ich bin so froh, Liesel, dass du dabei bist. Dann haben wir auch ein bisschen Östrogen in dieser sehr testosteronüberladenen Runde. So, von diesen vier Löffeln bestimmst du den für dich besten und den schwächsten Löffel. Das Team mit dem schwächsten Löffel verliert sofort einen Kandidaten und der Teamcoach entscheidet, wer geht. Das Team mit dem besten Löffel darfst du gleich in der nächsten Runde beim Solokochen unterstützen. Und ganz wichtig, liebe Kandidaten, der Koch des besten Löffels bekommt ein Sternchen und ist auf jeden Fall im Finale. Ja, natürlich will man ins Finale, aber du weißt, du musst auch realistisch sein. Ja, jetzt rauszufliegen wäre natürlich richtig peinlich und richtig scheiße. Also ich blende das Finale irgendwie total aus, weil ich glaube, ich würde mich innerlich noch nervöser machen, als ich eh schon bin. Liesel, ob die Kandidaten es ins Finale schaffen oder nicht, hängt also maßgeblich von deinen Entscheidungen ab. Oh, das wird sehr schwer werden. Für mich könnten alle ins Finale jetzt schon. So sehen wir das auch, aber deswegen haben wir dich eingeladen. Du kannst dich darauf mental gerne noch ein Stündchen vorbereiten. Dafür muss ich dich aber in deine Garderobe bitten. Ja. Und dann holen wir dich gleich wieder zurück zur Verkostung. Bis Jawohl. Gleich. Alles Gute. Bis gleich.
Gleich wird gerührt und geknetet, aber jetzt kommt erstmal Annabelle mit den Losen. Du weißt, welchen ich haben will, ne? Knödel. Ja, dafür musst du erstmal ziehen. Was steht auf deinem Losschrank? Schmarren. Kann ich nicht. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich den Kaiserschmarrn herstelle. Da war ich erstmal ein bisschen überfordert. Ist Schmarrn rosinenkompatibel? Eigentlich ja. Schon, ne? Sorry. Also, was ist das für eine Frage? Natürlich. Easy. Schmarrn. Teig, Eischnee, Eier, zip, zap, zup, Säure, Apfel, blablu, blinden Haar raus. Goldener Stern wiedersehen. Also, gar kein Problem. Chris und ich haben beschlossen, wir ziehen heute nicht. Ja. Egal, was du ziehst, es ist unser Los, weil okay. Du bist die Glücksfee. Warte mal, ich werde dich. Pass auf, warte. Das ist der Glücksbussi jetzt. So, liebe Melanie, leg sag das mal, wieder was zurück. Du für Team Pfannkuchen! Ja, super. Als ich gesehen habe, das ist Pfannkuchen, habe ich mir gedacht, da können wir was Gutes draus machen. Machst du da bestimmt öfter, oder nicht? Ich? Hm? Ja, ja, sicher. Jeden ja, Morgen, sicher. Immer. Pfannkuchen, weißt du? Sehr schön. Das wollte ich hören. Weiter geht's bei Conny, bitte. Christina, das Glück des Tages Knödel. Liegt Sie in deinem Knödel. Knödel. Ja. Knödel. 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 Komm, Christina. Knödel. Ja. Super. Ja. Ja. Du hast keine Was? Knödel. Aber Brandtag ist auch schön. Warte, Rose. Ja. Ja, Schlecker. Ich hab das nicht ganz verstanden mit dem Knödel, weil ich glaube ganz ehrlich, für den Trettel ist gar nicht schwer, weil ich halte den für einen echten sensationellen Koch. Conny, bist du einverstanden mit Knödeln? Ich bin sehr einverstanden mit Knödeln. Sehr gut. Ich habe mich natürlich sehr gefreut, dass ich die Christina im Team habe, weil ich davon ausgehe, dass eine Österreicherin natürlich die besten, fluffigsten, schönsten Knödel der Welt zubereiten kann. Der Schmarrn hätte mir jetzt besser gefallen, aber Knödel ist auch ganz okay. Wir haben schon was zaubern draus. Brandteig. Oh. Super. Sie wissen ja nicht, dass ich keinen Knödel will. Bei Brandmasse hast du verschiedene Möglichkeiten, aus der Brandmasse was zu machen. Aber ein Knödel bleibt Knödel. Ja, kann er auch. Vor der Kochzeit habt ihr noch 5 Minuten Beratungszeit. Und diese 5 Minuten starten jetzt. Was? Okay, darüber. Wollen wir einen süßen Knödel machen? Oder wollen wir einen salzigen Knödel machen? Gute Frage. Süß oder salzig? Süß. Ja, auch meine Frage. Oder? Ne, ist ja wurscht. Ich mag süß. Okay. Wie würdest du so in die süße Richtung? Blaubeeren. Mit Blaubeeren. Ich würde es klassisch machen. Guck sie dir doch an. Wir machen den Kaiserschmarrn ja beide. Ja. Also dann Kaiserschmarrn, Apfel dabei, Apfelragout, Apfelmus. Ja, nee, die beide das gleiche. Also sorry, Kinder. Es gibt ja so ein Gnocchi. Kennst du die? Nein. So auf Brandteigmasse, ja, die kochen wir, ja. Also ganz kleine, feine Gnocchis. Weil das ist halt anders gedacht. Na, dann gehe ich auf die Gnocchis. Noch 2:30. Was ist denn mit so einem Vanille-Creme fraiche? Schöne Frische noch dabei, ne? Genau, und das spritzen wir dann schön dazu. Vanille. Aber ein bisschen mit Textur andicken, ne? Damit die ein bisschen, damit die steht. Ein bisschen, kleines bisschen. Damit die nicht so aussuppt. Ne? Creme Double, dann so eine dicke. Ja, genau. Ja. Die Entscheidung ist, glaube ich, erstmal süß oder salzig. Hast du ein gutes Topfenknödelrezept? Ja, aufgeschrieben schon, ja. Wir müssen nicht über da und da nachdenken. Es muss schön sein. Die will Ästhetik sehen. Wenn du eine rote Beete-Brandmasse machst. Mit Rote Beete Soft. Ja, ich meine, das ist total risky. Ich habe noch nie eine Rote Beete Brandmasse gemacht, aber ich denke, dass es funktioniert. Du nimmst kann. Anstatt der Milch nimmst du gleich Saft. Genau. Ja, ja, sagen wir ja. Ja. Also machen wir einen Topfen. Kräuterknödel. Die Beratungszeit ist um. Die Kochzeit geht los und eure 60 Minuten starten jetzt. So, los geht's. Jetzt holt ihr mal euer Zeug raus, ihr geht zu jedem hin und dann schreiben wir das auf. Eigentlich ist Halbfinale für The Taste ein Muss. Man sieht, dass es wirklich nur noch
sehr, sehr gute Köche im Rennen sind. Wenn man nicht ins Halbfinale kommt, ab jetzt brauchst du Glück, ist man nicht im Halbfinale. Auf jeden Fall, Halbfinale muss sein. Und es gibt eine einzige wirkliche Vorrunde Teamkochen, die du wirklich gewinnen solltest. Ansonsten bist du nicht dabei. Das ist die. Habe ich das gut erklärt? Ja. Die Liesel, ne, die ist ja auch Perfektionistin. Und wenn man der jetzt einen Knödel serviert, dann muss der natürlich auch schon ganz gut daherkommen. So, da kannst du schon mal einen Topf aufsetzen. Dass du zum Garen ein bisschen an Butter nimmst. Ich würde Olivenöl nehmen, ja. Ja, die Christina kommt ja auch aus Österreich, ne? Und eigentlich ist das ja die Knödelnation. Und von daher hätte ich mir gedacht oder gewünscht, dass da vielleicht mehr kommt. Aber irgendwie ist sie, glaube ich, auch sehr aufgeregt heute. Oder was denkst du, Frau Doktor? Einen Doktortitel habe ich noch nicht. Ach so, echt nicht? Na? Ich habe bei der Christina einfach sofort gemerkt, dass da einfach eine totale Blockade war. Kaum zu glauben, gell? Ich musste jeden einzelnen Schritt erklären. Wir werden einen etwas mediterranen Ricotta-Knödel machen mit dem wunderschönen Brokkoli. Eine Masse angesetzt mit ein bisschen Anchovy, Kapern. Am Ende etwas Parmesan und Parmaschinken abschmecken. Ja, schauen wir mal. Nein. Wo ist das Olivenöl? Olivenöl ist drinnen. Okay, aber ich wollte gerne ein bisschen mehr. So, und jetzt müssen wir erstmal das Ganze richtig mal ein bisschen anbraten mit ein bisschen Farbe. Deswegen wollte ich auch nicht so schnell den. Das ist Spusi. Ja, es ist unglaublich, aber sie gibt es natürlich nicht zu. Aber Christina ist heute wirklich sehr aufgeregt. Nein, ich war überhaupt nicht aufgeregt. Nervosität ist ja etwas, was ich eigentlich nicht kenne. Wenn man nur mehr eine Person oder einen Kandidaten im Team hat, ist natürlich immer ein hohes Risiko, weil ja, jeder Fehler wird eigentlich bestraft. Und ja, ist natürlich eine Herausforderung für die Cornelia. Also ich glaube, wenn man aus Österreich kommt, dann kennt jeder die Liesel Wagner-Bacher. Und ja, ich finde sie eine super Frau und freue mich sehr, dass sie heute da ist. Erklär mir noch einmal, du möchtest eine Crepe Rolle machen. Genau, mit einer Walnussfüllung. Okay. Das ist im Prinzip nur Milch, Honig und Walnüsse. Wird es dann in Folie zusammenrollen und dann ein schönes Ding runterschneiden. Und da hinten würde ich quasi dahinter einen Apfelragout machen. Und dazu gibt es dann eine Schokoladensauce und einen Klecks Sahne. Okay, irgendwie Pfannkuchen mit Walnuss, ja. Mit Schokoladensauce und Schlagobers, ich weiß nicht. Aber er sagt, das ist ein Klassiker. Und da muss ich sagen, ja, kann ich schon ein Stück weit mitgehen. Ich hatte schon einfach die Grundidee, ich möchte gern Pfannkuchen irgendwie mit Heidelbeere machen. Aber dann geht's ja weiter. Wie bekomme ich das auf diesen kleinen Löffel? Wenn wir jetzt so zusammenfalten, dann können wir den nämlich so und so zusammenfalten. Siehst du? Ja, stimmt. Und dann brauchen wir irgendwie eine Creme. Wir brauchen hier eine Creme, da eine Creme. Den rührst an. Ja. Vanille. Ja. Richtig Vanille. Dann können wir die Blaubeeren, die können wir ein bisschen schmelzen. Ja. Den Crepe müssen wir mit irgendwas glasieren, mit so Aprikose. Und dann würde ich sagen, dann schauen wir noch mal, dass wir einfach ein paar Mandel-Karamell, nenne ich es jetzt einmal, ja? Passt. Gut. So, ich lasse mich so stehen und dann gut. Danke, auf Alex. Geht's. Setzt die Brandmasse als allererstes an, oder? Unter Brandteig versteht man einen Teig, der mit Flüssigkeit, Butter aufgekocht wird. Dann kommt Mehl dazu. Das Mehl wird abgebrannt im Topf. Dann kommt Ei mit dazu. Und dann wird es entweder gebacken oder gebraten. Die Gnocchi sind geil. Das sind, das ist ein Klassiker. Ja, okay. Die Italiener machen die Gnocchi mit Kartoffeln und die Franzosen machen sie mit Brandmasse. Ich mache eine Art Gnocchis aus dem Brandteig. Dazu eine Erbsencreme, blanchierte Erbsen in Specksud. Vielleicht noch ein paar gepickelte Radieschen. Mal schauen, ja. In meinem Verständnis kennt eine Grande Dame ganz sicher Gnocchis à la Parisienne. Entsaftest du wieder, Roland? Ja, logisch entsaftig. Bis jetzt hatten wir ja eigentlich immer Glück, ja, mit unserem Saftladen hier. Ich mache einen konfierten Lachs. Dazu gibt es rote Beete, Krapfen vom Brandteig. Dann zweierlei Beete, Apfel noch dazu und Meerrettich.
Eva in dieser Testreise sicher gezeigt, dass sie einer der Favoriten ist. Ja? Und das sieht man auch an den Sternen. Hallo, es geht gut. Das Thema ist Teig. Und wir sind ausgelost mit Brandteig. Und in Holland nennen wir das Sushi-Steak. Ich gehe weiter. Ich mache heute einen Brandteig mit einer Creme von Lemon Curd, Avocado-Creme und Brunoise von Mango.